Epilog. Champions der Herzen. Finale. Die Sonne hatte den Horizont gerade erst überschritten. Team Polana Vatra hatte sich bereits in Crowning versammelt. Die Laune war gut wie selten. Der Adrenalinrausch in Epsilon wirkte immer noch. Auch Aurora wirkte gut gelaunt und, anders als vor dem letzten Turnier, schien auch Elementara gut auf sie zu sprechen zu sein. Zusammen mit ihrem Team war sie bereits anwesend und wartete im Eingangsbereich. Bis zum Beginn des Duelles waren es noch beinahe 2 Stunden. Doch lieber kamen die Teams zu früh als zu spät. Zudem leitete Team Nordica die Liga trotz allem und musste Vorbereitungen treffen. Ihr seid auch schon so früh hier? Hoffentlich habt ihr trotzdem genug Schlaf abbekommen. Ich will heute einen guten Kampf sehen. Ja, wir wollten sicher gehen, dass dein Freund nicht wieder jemand Falschen für uns einträgt. Wir kämpfen heute für uns und für niemanden sonst. Dieses Mal muss Darkrai euch ja niemanden eintragen. Letztes Mal habt ihr euch beschwert, dass ein Teil der Plot-Elite bei uns mitmacht. Heute habt ihr Epsilon selber dabei. Versucht ihr euch selber zu überbieten? Das freundlichere Klima kann nach außen hin als das Gegenteil den Anschein haben. Denn mit der offenen Kommunikation folgte zwischen den Teams, gerade zwischen den Leiterinnen, die inzwischen schon so etwas wie Rivalen waren, eine ganze Menge an Trash-Talk. Wer wird uns heute eigentlich die Kämpfe kommentieren? Kurz zögerte Elementara. Du denkst wirklich, ich würde euch so einen Vorteil geben? Nun, ehrlicherweise wissen wir es sowieso bald. Und bei uns steht schon fest, wer nicht kämpft. Wir können euch auch jetzt schon verraten, dass man Shadow aussetzt. Etwas überrascht, dass das Ganze kein Trick war, antwortete Elementara friedfertig. Also gut, aussetzen wird Latias, kommentieren aber großteils ich. Auf die fragenden Blicke zog sie einen Gegenstand aus ihrem Ohr, der bekannt war. Nur die Färbung war neu. Ich habe mich inspirieren lassen. Das Ding ist mit den Lautsprechern verbunden. Es macht vieles simpler. Amüsiert betrachtete Epsilon den Stecker, welcher einst ein Symbol ihres Terrors war. Dafür müsste ich fast Geld verlangen, dass du das so billig kopierst. Hör mir doch zu. Ich habe gesagt, ich habe mich inspirieren lassen. Also kopiert. Wenn man es so negativ sehen will. Kurz blickte sich Elementara um, bevor sie sich wieder an Aurora wandte. Also dann, wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Im Ring. Und glauben mir, wir sind noch gefährlicher als letztes Mal. Keiner von uns hat die Absicht, euch später auch nur im Kampf teilhaben zu lassen. Wir wissen selber, dass du nur versuchst, uns einzuschüchtern, da du Angst vor uns hast. Wir sind mehr als bereit. Kurz nahm Elementara eine entspannte Haltung ein. Eigentlich mache ich das vor allem, weil es Spaß macht. Also dann, bis später. Crowning bebte. Tausende waren auf den Zuschauerrängen. Beide Teams hatten sich inzwischen angemeldet. Wie angekündigt auf Seiten Polana Vatras ohne Mashadow, da seine Technik gegen die Meister Nordicas im Prinzip nutzlos war. Die 5 verbleibenden Pokémon deckten von den Typen im Prinzip alles ab, was es abzudecken galt. Stahlangriffe beherrschten sie eigentlich alle. Gegen Kanimani gab es Seraora, gegen Floink Monagoras oder Kel, gegen Darkrai Aurora und gegen Latios Aurora oder Epsilon. Das Publikum außerhalb erwartete offensichtlich heute eine große Schlacht. Doch Aurora war etwas nervös, ob ihr Team diese bieten könnte. Ja, sie waren durch das Turnier am Vortag unglaublich gut durchgekommen, mit Ausnahme vom Duell gegen Iron Fist, aber das war letztes Mal nicht anders gewesen. Und Team Nordica war damals nur am Rande gewesen, da die Gruppe um Aurora im Prinzip geschummelt hatte. Die Nervosität blieb, doch auch Entschlossenheit erwachte. Als Elementara oben aufs Feld trat. Willkommen, Crowning, an diesem wunderbaren Tag. Ich sehe, heute hat es wieder die Massen zu uns verschlagen. Und mit Recht. Zum ersten Mal seit ihrer Rettung unserer Welt stehen Polana Vatra im großen Champion-Duell der Berelischen Liga. Stärker als je zuvor. Doch ihre Gegner bleiben nach 10 Monaten immer noch ohne Niederlage in diesem Duell. Und Nordica will erneut den Titel verteidigen.
Was hier heute stattfinden wird, ist ein Duell der größten Klasse. Krieger und Kämpfer, Licht und Dunkelheit, Widersatz und Gleichheit, Nordica und Polanavatra. Wird heute der Tag werden, an dem dieser Kontinent neue Champions bekommt? Oder wird es weitergehen wie zuvor? Es steht alles in den Sternen. Doch was ich schon versprechen kann, ist, dass beide Teams auf die Spitze aus sind und bereit dafür alles zu geben. Lasst die Spiele beginnen. Unter großem Lärm verschwand Elementara wieder in ihrer Kabine. Es war soweit. Runde 1. Der erste Kampf war ein wichtiger Momentumsbringer. Und deswegen hatte sich Polanavatra auf den Einsatz der wohl stärksten Kämpferin geeinigt. Aurora begann sofort. Und die Sekunden, in welchen der Fahrstuhl sie auf den Rasen führte, fühlten sich an wie Stunden. Heute war es soweit. Nie würde sie bereiter für ihren Traum sein. Mit einem letzten tiefen Atemzug sollte die Nervosität Platz machen für den Fokus, den die Plotkriegerin nur brauchte. Und der Start war kein schlechter. Ihr Gegenüber im Ring stand Darkrai, offensichtlich nicht begeistert von dem Duell, in welches er sofort geraten war. Was jedoch für ihn kein Grund war, aufzugeben. Kampf 1, Runde 1. Auf geht's! Im Bewusstsein, dass Darkrai und sie beide sofort ihre Setups machen wollten, in ihrem Falle Hagel und Aurora Schleier, in seinem Doppelteam und Schwerttanz. Und schnell entschied sie sich, war dieser Tausch es für sie wert? Ja, denn ihr Hagel konnte Doppelteam im Prinzip völlig negieren, da auf kurz oder lang alle Kopien verschwanden. Und was brachte dem Schatten erhöhte Offensivkraft, wenn Aurora als Ausgleich mehr einsteckte? Nichts. Und dies wusste Darkrai auch. Aurora hatte sich verpokert, denn ihr Feind wusste von der Sinnlosigkeit seines Aufbaus. Dementsprechend griff er direkt an und offenbarte einen neuen Angriff, welchen er offensichtlich speziell gegen Feen-Pokémon erlernt hatte. Gifthieb. Ein schlechter Start, vor allem da Aurora den Effekt des Hiebes auch im Nachhinein noch deutlich spürte. Eine Vergiftung. Nun tickte ihre Zeit im Prinzip runter. Je länger sie zögerte, desto schwächer würde sie werden. Desto eher würde sie in diesem Kampf verlieren. Und Darkrai war dies bewusst, als er Kopien erzeugte. Nun, wo Aurora keine Zeit mehr für Hagel hatte, war diese Technik deutlich effektiver, auch wenn dem Schwarzmagier immer noch die Stärke Marshadows fehlte und die Kopien wahrlich Fälschungen waren. Und vor allem half es, dass Blizzard dasselbe bewirken konnte wie Hagelschauer. Darkrai, der dies scheinlich vergessen hatte, stand nun also getroffen im 1 gegen 1. Doch seine Taktik blieb: Zeit schinden. Viele Spukbälle aus der Ferne und Teleportationsspielchen sollten Aurora aus dem Konzept bringen. Und wahrlich, es erzeugte große Schwierigkeiten dabei, den Schatten irgendwie zu treffen. Mondgewalt war nun bereits seit einer Weile bereit, doch lange würde Team Polanavatras Leiterin diese nicht mehr anhalten können. Mehr und mehr Stärke schwand. Und dies sah auch ihr Feind. Denn sofort, wie aus dem Nichts, schwebte er wieder direkt vor dem Bulnona und schlug mit Gifthieb zu. Allerdings hatte die Plotkriegerin genug erlebt. Krieg. Tod. Eine Geschichte. Ihre Reflexe waren gestählt vom Kampf um Leben und Tod. Und auch hier, in einer freundlichen Umgebung, galt dies noch. Blitzschnell blockte sie so und entlud all die Feenenergie sofort in einem mächtigen Konterangriff. Aurora schlägt Darkrai. Polanavatra geht in Führung. Kampf 2. Auroras Team wollte ihren ersten Punkt so schnell sichern wie nur irgendwie möglich. Somit begab sich der zweite Teamleiter aufs Feld, ihm gegenüber jedoch einer der beiden Angstgegner. Zwar war Elementara vielleicht die stärkste aller Kämpferinnen in der Liga, doch trotzdem waren es Floink und Kanimani, vor denen Polanavatra wahrlich Angst hatte. Während nämlich bei Elementara reine Stärke das Hindernis war, war es bei diesen beiden völlige Ahnungslosigkeit. Wie bekämpfte man sie? Und genau in dieser Ahnungslosigkeit des Feindes fühlte Floink, Kells Gegner, sich am wohlsten. Runde 2 begann mit einem sofortigen Felshagel, welchem Floink entging.
die Vervielfältigungstechnik des unentwickelten Pokémon, welche jener ihres eigenen Teamkollegen so glich, war Kay gut im Gedächtnis geblieben. Doch genauso die Teleportation. Daka hatte zwar auch eine derartige Technik beherrscht, doch wie jedes andere Pokémon, das sich teleportieren konnte, hinterließ er eine Art Schattenspur auf seinem Weg. Somit war seine Bahn verfolgbar. Aber Floink ignorierte diese Grundregel der Teleportation schlicht. Er verschwand und stand auf einmal woanders. Und sich dessen bewusst, drehte Kell sich ohne zu zögern um, einen Krallenhieb nach hinten gerichtet, der den Spukball direkt zerschlug und für Bruchteile einer Sekunde den Blick auf Floink freigab, welcher ihn geschossen hatte, bevor dieser wieder verschwand. Es musste irgendeinen Trick geben. Ein falscher Tritt und Floink hätte Zeit zum Klonen. Der Kampf wäre im Prinzip zu Ende. Doch dies war der Moment. Der Flammendämon musste eine Schwäche haben. Die Hitze in Kells Feuer brannte auf wie immer und doch schien sie inkonsistent. Wie ein Windstoß erhitzte sich seine innere Flamme für den Bruchteil einer Sekunde. Aber nicht überall, nein, nur links von ihm. Und in diesem Moment verstand Kell. Nur weil Floink unsichtbar war, hieß das nicht, dass man ihn nicht bemerken könnte. Er bewegte sich wahrlich durch die Luft, als Vulkanhitze, als Wärme, die das Mon spüren konnte. Schwach, doch ein Feuermeister konnte es spüren. Dies musste der Schlüssel sein. Team Nordica wussten dies vermutlich alle. So war Floink unter ihnen ein eher schwacher Kämpfer. Hatte Kanimani auch so eine Schwäche? Diese letzte Frage war jedoch für einen anderen Moment besser geeignet. Stattdessen schossen Felsspitzen aus dem Boden, direkt dort, wo die Hitze am stärksten schien, nahe links von Kell. Aus dem Nichts stolperte ein überraschter Floink aus dem Nichts, nur um Millimeter verfehlt, von dem tödlichen Angriff. So ist das also, Floink. Die Hitze? Ein guter Trick, das muss ich dir lassen. Aber nicht gut genug gegen mich. Sofort stürzte sich das Akani auf einen Feind, der bereits bemerkt hatte. Seine gesamte Kontrolle war in Sekunden geschwunden. Er wusste, sein Gegner kannte den Trick. Und Kell bemerkte die Panik, welche sich in seinem Gegner ausbreitete. Aus durchdachten Zügen wurden Panikangriffe vorhersehbar. Wie bestrafbar. Duell 1 endet schnell. Polana Vatra holt nach einem 2:0 Sieg in Duell 1 den ersten Punkt. Team Nordica waren im Zugzwang. Was man jedoch nicht wirklich merkte, da sie ihren wahrscheinlich schwächsten Kämpfer Latios aufs Feld schickten. Ihm gegenüber der ehemalige Ligaleiter Monagoras. Kurz stockte Aurora der Atem, als sie dieses Duell sah. Es war machbar. Es war sehr machbar. Wenn Monagoras diesen Kampf gewann, der Champion-Titel war schon so nahe. Doch beeinflussen konnte sie nun nichts, sondern nur beobachten, wie der Kampf verlief. Und wie immer begann Monagoras damit, seinen Felsspeer heraufzubeschwören. Und Latios hatte keine Lust, sich irgendwie mit dem typischen Spiel des Dinosauriers abzugeben. Sofort flog er an den Rand des Kampffeldes und nutzte Erdbeben. Es richtete nicht viel aus, aber doch etwas. Als Monagoras sich annäherte, flog Latios schlicht an ihm vorbei auf die andere Seite des Feldes und machte weiter mit Erdbeben. Es war nicht unterhaltsam und auch nicht ehrenhaft. Aber effektiv war es auf jeden Fall. Und doch ignorierte es eine Eigenschaft des Kriegers Polana Vatras. Die Adaptionsfähigkeit. Im Bewusstsein, dass seine sonstige Bedacht in diesem Duell nichts bringen würde, rammte Monagoras den Speer in den Boden, welcher von Lava durchzogen wurde. Und gegen die Erwartung von Latios sprintete der Kämpfer sofort los, schneller als Nordicas Drache je erwartet hatte. Ein mächtiger Krallenhieb schlug den Psychokämpfer in den Risikobereich. Doch er war bereit für einen sofortigen weiteren Angriff. Denn ein Geysir erhob sich aus dem Boden, welcher mit der Macht von 1000 Fluten in die Höhe schoss. Schade war für Latios nur, dass Monagoras sich keinen Meter bewegt hatte. Stattdessen schoss ein Meteoroid der Drachenkraft mitten durch die Wasserfontäne.
Ein Schlag mehr als stark genug, um Latios aus dem Ring zu schleudern. Polana Vatra geht erneut in Führung. Wenn sie nun einen der nächsten beiden Kämpfe gewinnen, sind sie die neuen Champions der Berelischen Liga. Epsilon. Kell hatte Aurora vorgeschlagen, dass die Tochter der ehemaligen Kaiserin selbst hervortreten sollte, den letzten Schritt zum Traum erfüllen. Doch Aurora hatte sich selber dagegen entschieden. Nicht jedem Traum musste man alleine folgen. Stattdessen war es Epsilons Zug. Letztes Mal hatte sie versucht, Team Polana Vatra einen unlauteren Sieg im Finale zu bescheren. Und nun war ihr Moment gekommen. Die Wiedergutmachung für ihre Taten gegenüber ihrer Familie. Ein Sieg, welchen sich das Team verdient hatte. Ein letzter Punkt. Doch Elementara hatte genug. Die Kriegerin trat höchst selbst auf das Kampffeld. Epsilon gegen Elementara. Ein wahrer Kampf der Giganten. In den Zeiten der Herrschaft Epsilons wäre dieser Kampf nicht so spannend gewesen, wie manche Fans des Team Nordica wohl behauptet hätten. Doch nun könnte sich ein wahrer Showdown ereignen. Doch Elementara wollte ihrer Feindin keine Chance lassen. Im Gegenteil. Sie hatte das Duell gegen Orlanga beobachtet und erkannt, was Epsilon stark machte. Je mehr Schatten es gab, desto größer ihre Kraft. Und so leitete sofort ein Regentanz das Duell ein, welcher dunkle Wolken über die ganze Arena ziehen ließ. Wo kein Licht schien, wurden keine Schatten geworfen. Und Epsilon sah selber, dass sie stark eingeschränkt wurde. Stärker als jedes Feuer-Pokémon durch diesen Angriff würde. Schnelligkeit und Trickreichtum blieben trotzdem mächtige Waffen. Sofort schoss Epsilon nach vorne, entschlossen Elementara keine Stärkung durchführen zu lassen. Doch dies war ein zu aggressiver Ansatz im Duell gegen eine erfahrene Kriegerin, die sofort bereit war und mit Knirscher konterte. Gerne hätte Elementara ihren Lieblingsangriff Mondgewalt genutzt. Doch sie war zu clever, als dass sie nicht erkennen würde, dass dies die Schatten bringen würde, die Epsilon brauchte. Und auch ohne Mondgewalt. Sie war einfach um Welten überlegen. Der Kampf dauerte nicht lange, aber glich trotzdem einem Massaker. Epsilon hatte nicht den Hauch einer Chance. Sie schien wahrlich in jedem Aspekt außer Geschwindigkeit überboten. So kam es zum 2 gegen 2. Immer noch konnte Polana Vatra mit einem einzigen Sieg gewinnen. Kell trat zusammen mit Monagoras an, um diesen Traum wahrzumachen. Der Gedanke dahinter war, dass Elementare Aurora an der Seite des Akani erwarten und Floink in die Schlacht schicken würde. Allerdings war dieses Ratespiel keines, welches Polana Vatra gewann. Elementara hatte kein Interesse daran, irgendwelche Chancen zu lassen und trat mit Darkrai zusammen selber in den Ring. Die Typenverteilung war definitiv nachteilig für Polana Vatra. Zwar bestanden keine direkten Schwächen oder Resistenzen, doch sowohl Elementara als auch Darkrai beherrschten Bodenangriffe, während Monagoras kaum mit Kampfangriffen an Darkrai herankommen würde. Lediglich Kells Eisenschädel könnte etwas ausrichten. Das Duell begann und wieder zeigte Elementara auf, dass sie trotz der frühen Enge noch lange nicht verloren hatten. Sie hatten wieder neue Tricks auf Lager. Ein heller Blitz erfüllte den Ring, erzeugt von Team Nordicas Leiterin, direkt als die Schlacht begann. Zu nichts diente dieser, als kurz die Sicht zu nehmen. Nur lange genug, damit Darkrai seine Magie nutzen und beide sich verteilen konnten. So, dass Team Polana Vatra nun zwei visuell nicht unterscheidbare Elementara gegenüberstanden. Kell hatte jedoch nicht das Bedürfnis, sich mit einem derartigen Herumgetrickse abzufinden, weshalb er sofort einen Feuersturm entfachte, welcher den gesamten Ring erfüllte, gegen Monagoras zudem beinahe nichts ausrichtete. Jedoch offensichtlich auch gegen Darkrai und Elementara nicht genug. Denn zwar wurden beide getroffen, doch immer noch wirkte es nicht offensichtlich, wer von beiden wer war, da die Illusion bestehen konnte. Sofort kreierte Monagoras Felsen, auf welchen sich Kell fortbewegte, während ein Erdbeben den Grund erschütterte und erneut nicht genug bewirkte.
Jedoch kam nun der Zeitpunkt der Gegenwehr und des größten Fehlers von Team Nordica. Denn eine der beiden Elementare begann, eine Mondgewalt zu laden. Sofort stürzte sich Monagoras mit Kraftkoloss auf die andere Elementare und Kells Eisenschädel drohte sein Ziel zu treffen. Es war der größte Fehler. Aber nicht für Elementaras Team. Denn vor Kells Augen verschwand Darkrai, die falsche Feindin, welcher es offensichtlich irgendwie geschafft hatte, Mondgewalt zu erlernen. Für genau diese Täuschung. Monagoras Angriff traf ebenfalls auf starke Gegenwehr, herbeigeführt durch einen Fokusstoß, welcher schlicht mächtiger war als Monagoras Angriff. Und der mächtige Kampfangriff brachte den Drachen bereits an den Rande des Risikobereichs. Sofort sprang Kell los, sich bewusst, dass Darkrai dort angreifen würde. Ein 2 gegen 1 konnte er nicht gewinnen. Und tatsächlich erschien Darkrai nur Sekunden später dort aus dem Schatten. Wobei sein eigentliches Ziel direkt auf ihn zugerannt kam. Ein Steinhagel traf Kell frontal. Und Elementara war bereit, ihn als ersten Kämpfer der Runde aus dem Ring zu befördern. Monagoras danach chancenlos folgend. Mit selbstsicherem Blick rückte Elementare ihren Sprachtransmitter zurecht. Team Nordica gewinnt Runde 2. Es kommt nun die finale Runde. Jenes Team, welches nun die Überhand für sich gewinnen kann, beendet das Duell. Etwas niedergeschlagen kamen die beiden Verlierer wieder in die Kabine ihres Teams. Das Duell nun wieder völlig ausgeglichen. Es tut mir leid, Aurora. Wir konnten den Titel nicht gewinnen. Entschlossen stieß die Angesprochene ihren Partner sanft an. Wir haben noch lange nicht verloren. Ihr hättet nicht mit diesem Trick rechnen können. Wir gewinnen das noch. Seraora, willst du die nächste Runde bestreiten? Du hattest noch keinen Einsatz. Als hätte er nur gewartet, stand der Kämpfer schnell auf. Darauf kannst du zählen. Ich hole uns die Führung, keine Sorge. Seraoras Gegner um die Führung würde Kanimani werden, gegen welchen Polanavatras Kämpfer zwar einen Vorteil hatte, der jedoch bereits beim letzten Mal gegen Kell bewiesen hatte, dass Elektrizität ihm weniger ausmachte als für ein Wasser-Pokémon normal. Auch dieses Mal begann er damit, einen extremen Regenschauer herbeizuführen, seine Augen wieder am golden glühen. Als Seraora jedoch die Waffe seiner Wahl hervorzog, stellte er bereits fest, dass sein Gegner die eigene Resistenz überschätzt hatte. Denn der Stromspeer elektrisierte die Umgebung. Doch nicht einmal stark wie Kells Stromstoß, sondern dauerhaft. Wenn auch schwach. Und Seraora bemerkte davon nichts, er war völlig immun. Jedoch schien diese Lage Kanimani höchstens in der Geschwindigkeit einzuschränken. Seraora genügte dies jedoch. Seine größte Stärke war sein Tempo. Selbst ein Wesen wie Kanimani würde nun Probleme mit seiner schieren Agilität bekommen. Schon bald traf der erste Hieb. Jedoch schien er nicht zu mächtig. Kanimani im Gegensatz zuckte nicht einmal, weshalb er den Angriff sofort konterte. Sein Eishieb wirkte deutlich mächtiger als Seraoras Lanze. Irgendwas stimmte hier nicht. Auch Kanimani musste irgendeinen Trick nutzen, genau wie es Floink getan hatte. Auch wenn er aufgrund der Umgebung seinen Speer weiterhin hielt, wollte sich Seraora an Angriffen eines anderen Typen versuchen. Immerhin war es durchaus möglich, dass Kanimani gerade gegen Strom resistent geworden war, da es einfach seine größte Schwäche war. Und wahrlich, ein simpler Fußkick richtete mehr aus. Aber auch nicht viel. Genug, damit Kanimani dieses Mal keinen direkten Konterangriff nutzen konnte. Jedoch ging er trotzdem in den Angriff über. Eine mächtige Hydropumpe schoss über das gesamte Fell. Jedoch war die Lanze bereit, immer noch reflektierend und sandte den Angriff direkt zurück zum Absender. Und tatsächlich war es gerade ein Wasserangriff, welcher zum ersten Mal wahrlich Schaden anrichtete. Und so überlegte Seraora. Die goldene Aura musste das Geheimnis sein. Was, wenn die Aura einfach die Schwächen des Kanimani umkehrte und deswegen Elektrizität nichts bewirkte? Was, wenn nun Wasser und Feuer die Waffen zum Sieg wären gegen jede Intuition?
Es gab nur eine Möglichkeit, dies herauszufinden. Feuerschlag. Team Polana Vatra geht auch in Runde 3 erneut in Führung. Siegt ihr nächster Kämpfer, so werden sie die Champions. Das Risiko hatte sich ausgezahlt. Seraura hatte den Sieg errungen. Doch wer sollte es nun beenden? Aurora hatte es bereits alles geplant und setzte wieder auf Epsilon. Es war ein immenses Risiko, falls Elementara wieder selbst eintreten wollte, um den Sieg zu sichern. Doch genau deshalb würden sie das Zorak auch nicht erwarten. Doch auch wenn Team Nordica nicht zwingend Epsilon erwartete, sie hatten trotzdem den stärksten Kämpfer gegen den Fluchfuchs gewählt. Es war nicht Elementara, die den Ausgleich erzielen wollte. Stattdessen hatte sie ihren Partner in den Kampf geschickt. Darkrai, mit seinem deutlichen Typenvorteil und am schlimmsten, ohne einen Schatten. Zwar könnte er, so wie auch mal Shadow, sich nicht in den Schatten fortbewegen, ohne dass Epsilon dies abfangen könnte. Doch als lebender Schatten warf er keinen solchen, welchen Epsilon nutzen könnte. Doch trotzdem reichte der Sonnenschein, damit sie zumindest ihr Schwert dieses Mal nutzen könnte. Lange Zeit hatte Darkrai eine Existenz verbracht, in welchem er sich dem Pokémon unterstellte, welches nun seine Gegnerin war. Epsilon war deutlich mächtiger als er damals gewesen. Denn in diesem kurzen Schlagabtausch zeigte der Schatten, dass er der Glaskanone Epsilon nicht in Agilität nachstand. Dies machte es zu einem Duell, in dem Treffer selten waren, da beide Kämpfer unglaublich evasiv waren. Das Problem: Epsilons Treffer, selbst wenn sie ihr Ziel fanden, blieben nahezu ohne Wirkung. Darkrai hingegen brauchte 3 Hiebe, um das Duell zu beenden. Was jedes Pokémon im Stadium mitzählen könnte, da er diese nach bereits etwas weniger als 2 Minuten erzielt hatte. Beide Kämpfer traten wieder hinab in ihre Kabinen. So sollte es also sein. Ein 2 gegen 2. Ein großes Finale. Doch zunächst ertönte Elementaras Stimme aus den Lautsprechern. Aurora von Polana Vatra, komm bitte auf das Kampffeld, lass uns kurz reden. Von der Anfrage überrascht warf Team Polana Vatras Gründerin ihrem Freund einen fragenden Blick zu. Dieser nickte bloß kurz. Das Publikum war verstummt, als die Plotkriegerin auf dem ewigen Grün ankam. Alleine Elementara stand hier bereits, knapp neben dem Ring. Komm zu mir. Wieder folgte Aurora der Anweisung, so dass sie nun Auge in Auge mit Elementara stand. Diese sprach zu ihr, wobei jedoch auch das Mikrofon aktiv blieb. Wir sind wieder am Breakpoint des Duells. Ich wage zu behaupten, dass beide Teams heute großes Kino zeigen, nicht? Stumm nickte Aurora bloß, nicht wissend, ob Elementara überhaupt eine Antwort erwartete. Und nun entscheidet sich, ob ihr das Zeug habt, die Champions zu werden. Aber ich habe nachgedacht. Weißt du, ich habe mir schon ein oder zwei Dinge erlaubt, seitdem ich die Liga leite, die vorher vielleicht irrsinnig gewirkt hätten. Heute möchte ich das wiederholen. Ein entschlossener Blick folgte, als die Stimme Elementaras lauter wurde als noch zuvor. Ein 2 gegen 2 ist das Finale jeder Runde. Doch hier im Kampf um den Titel möchte ich dich direkt herausfordern. Aurora, du und ich, die Leiterin unserer Teams, Rivalen. Und doch standen wir uns noch nie wahrlich gegenüber. Ohne große Diskussion sind wir beiden die stärksten Kämpferinnen der gesamten Liga. Also lass uns entscheiden, wer wahrlich an der Spitze steht. Nur du und ich. Das Team des Siegers trägt den Titel. Bist du einverstanden? Geschäftlich streckte das bunte Pokémon der verwirrten Aurora ihre Pfote hin. Im Publikum herrschte Raunen. Ein 2 gegen 2 war doch die Tradition. Kurz musste sich Team Polana Vatras Leiterin fangen. Doch entschieden hatte sie sich schnell und schlug ein. Gut, dann lass uns das hier beenden. Nichts anderes habe ich gehofft. Ich erwarte Großes von dir, meine Freundin. Während die beiden Kämpferinnen sich an die Ränder des Ringes begaben, herrschte Stille in der gesamten Arena. Eine Intensität lag in der Luft. Eine Spannung. Ein Kampf der Giganten stand bevor.
die obersten Vertreter ihrer jeweiligen Teams. Weshalb genau Elementara dieses Duell so dringend wollte, das wusste Aurora nicht. Doch sie wusste, dass sie ihr Bestes geben würde, um zu gewinnen. Das große Finale beginnt. Jetzt! Ein Kampf der größten Kriegerin. Plotkriegerin gegen Championess. Doch Aurora wollte, dass nach diesem Duell beide dieser Titel ihre waren. Und auch wusste das Winona, dass Elementara für ihre Tricks bereit wäre. Hagel und Aurora Schleier waren für sie sehr wichtig, doch gierig zu versuchen, diese so schnell wie möglich zu nutzen. Es würde ihr nur schaden. Stattdessen erschuf sie sofort unter sich eine Eissäule, damit sie entweder einer direkten Attacke entgehen oder, falls Elementara doch nicht sofort angriff, noch Hagelschauer nutzen konnte. Zweiteres war, was geschah, da ihre Gegnerin mit einem direkten defensiven Manöver gerechnet hatte. Dementsprechend war sie sicher genug gewesen, direkt ihre eigene Angriffskraft in die Höhe schnellen zu lassen. Schnell wollte Aurora als Kompensation so ihre Magie nutzen. Doch nachdem sie einen Hagelschauer beschworen hatte, musste sie bereits einem Flammenwurf ausweichen. Schnell genug war Elementara bereit zu reagieren. Aurora hatte seit der Gründung ihres Teams viel über Ringkämpfe gelernt. Ein grober Fehler im allerersten Duell gegen Team Slash, den Kell gemacht hatte, welcher ihn sogar einen Punkt brachte, war eine aggressive Option in der Defensive. Entging man einem Angriff und der Gegner war außer Reichweite, so war immer die Defensive die Option, die man wählen sollte. Und als größte Kriegerin wusste Elementara dies natürlich auch. Ein Grund mehr für Aurora, diesen Fakt schlicht zu ignorieren. Sofort nach ihrem Angriff begann Elementara zu leuchten, offensichtlich im Versuch, etwas aufzuladen. Da Aurora jedoch dem Instinkt widersprach und direkt nach dem Ausweichen angriff, konnte so Hyperstrahl als mächtiger Angriff ihr erster Treffer werden. Und der Rückstoß, welchen der Treffer Elementara zufügte, war genug, damit dieser Aurora nicht für den Angriff strafen konnte, auch wenn er den Angreifer recht verletzlich zurücklässt. Was Aurora jedoch nicht erwartete, dass Felsen nun ihre Feinden umgaben, um sie so zu schützen. Aurora fehlte die passende Waffe dagegen. Doch als durch den Fels Hitze strömte, Flammen, welchen Aurora nur knapp entging, fiel ein, wie sie und Kell ihr erstes Duell in der Liga gewinnen konnten. Damals hatten sie einen Teamkampf gemacht. Eisstrahl und Feuerwirbel, was Kleinstein durch das entstehende Wasser bezwang. Wenn sie also hier auch, als also zum nächsten Mal Flammen aus dem Fels strömten, schoss die Teamleiterin Polana Vatras sofort einen Eisstrahl mitten hinein. Und wie erhofft, schmolz das Eis sofort und eine Hydropumpe zerbarst die Felsen. Elementara wirkte recht überrascht und reagierte nicht schnell genug, bevor ein Bodyslam sie in die Nähe des Risikobereichs schickte. Schnell wollte Aurora dorthin rennen. Doch als sie am zerstörten Felsen war, schossen ihr erneut Erinnerungen durch den Kopf. Die Prüfung. Sie und Mashadow hatten Amagaga und Monagoras im Duell bezwungen. Damals hatte Aurora einen Trick angewendet, auf welchen Monagoras nicht vorbereitet war, welchen Elementara später genutzt hatte, um Kell im letzten Champion-Duell der beiden Teams zu schlagen. Schnell sprang sie also zur Seite, gerade rechtzeitig, um der Eissäule zu entgehen, die aus dem Boden hervorschoss, dort, wo Elementara sich versteckt hatte. Allerdings reichte dieser Moment des Ausweichens, damit Elementara sich wieder in die Mitte des Kampffeldes bewegen konnte und einen neuen Trick versuchte. Ein Klebenetz umgab Aurora, welches sie nahezu unbeweglich zurückließ. Erneut schien Elementara etwas aufzuladen. War das Kernschmelze? Aurora erkannte die tödliche Attacke sofort, aber wie könnte sie reagieren? Sie konnte nicht nahe kommen und eine Eiswand vor Elementara blockte Angriffe. Doch war dies nicht eine Situation ähnlich jener, welche Kell im Kampf um den Sieg des Oberliga-Turniers gegen Voltula erfahren hatte? Durch seine Flammen hatte er das Netz verbrannt und einen Überraschungsangriff gestartet. Mit einem Eiswind versuchte Aurora nun das Hindernis zu schockfrosten und zerbröseln zu lassen. Mit Erfolg. Splitter fielen zu Boden und die Plotkriegerin sprang sofort über die Wand hinweg
und traf einen mächtigen Krallenhieb. Elementara wurde weit geschleudert und blickte erschöpft und beinahe verzweifelt auf. Woher nimmst du diese Stärke? Aber egal, sie wird nicht genügen. Ohne Vorwarnung sprang das Regenbogen-Pokémon los. Noch schneller als je zuvor. Ein Eisenschädel traf Aurora direkt und mächtig. Noch bevor sie sich erholen konnte, traf Flammenwurf. Sofort erschuf das Vulnona eine Säule als Schutz, welche ihr Schutz gegen die Terraformung am Boden bot. Ein Lichtschild ihrerseits blockte einen weiteren Flammenwurf ab. Sie hatte den Kampf völlig unter Kontrolle gehabt. Wie war sie auf einmal im Nachteil? Der Mond begann hinter Elementaras Rücken zu strahlen. In ihrem Licht wirkte die Kriegerin noch mächtiger. Ihr Schatten erstreckte sich weit. Ihr fehlt es letztlich doch noch an Erfahrung, um im Ring eine Chance gegen mich zu haben. Die Lage war kritisch. Elementara hatte recht. Was genau hatte Aurora? Doch dies war es. Dies war der Moment, in dem sie etwas in sich spürte. Als würde ein kleines Licht in ihrer Seele entflammen. Eine angenehme Flamme, deren Wärme ihren Körper durchfuhr. Ich mag nicht so stark sein wie du, nicht so schnell, nicht so erfahren. Aber von Anfang der Reise an bis zum Ende hatte ich meinen Glauben. Er hat mich stark gemacht, mir Kraft gegeben. Der Plot an meiner Seite ist das, was mir den Sieg bescheren kann. Die Kraft der Reinheit, Glaube und Wissen, der Wegweiser jedes Pokémon. Verhöhnend reagierte Elementara. Dein Glaube mag stark sein, doch in einem Kampf wie diesen, in dieser Liga, was denkst du, wird die... Ihre Antwort wurde unterbrochen, als ein mächtiger Stahlstrahl mit voller Kraft sein Ziel traf. Stahl. Elementaras Schwäche. Kell hatte es dem Team schon vor einer Weile erzählt. Und praktischerweise war Aurora eines der einzigen beiden Vulnona mit diesem Angriff. Vorsichtig blickte sie von ihrer Säule herab. Das Publikum, das im Verlauf der Schlacht immer lauter geworden war, war verstummt. Mein Glaube mag nicht aktiv hilfreich sein in einem Ringkampf. Aber der Fakt, dass viele Pokémon gerne Monologe halten, wenn sie glauben, recht zu haben, das habe ich vom Duell gegen Epsilon um die Königsliga gelernt. Langsam und etwas träge stand Elementara auf und sah sich um. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Und damals brachte es dir die Königsliga. Und heute den Champion-Titel. Wenige Meter vor Elementara befand sich der äußere Ring des Kampffeldes. Aurora hatte gewonnen. Die Hindernisse im Kampfring lösten sich alle auf einen Schlag auf. Und die Siegerin bemerkte, wie die Team Spider-Kämpferin ebenfalls nach und nach auf dem Kampffeld erschien. Elementara nahm einen tiefen Atemzug nach diesem großen Duell und blickte sich in den Reihen der Arena um. Aurora, Kell, Monagoras, Seraora, Epsilon, Mashadow, kommt alle her. Und ihr auch, Darkrai, Latias, Latios, Floin, Kanimani. Direkt vor dem Ring versammelten sich also die Kämpfer beider Teams. Elementara trat sofort neben ihre Rivalin, die jeweiligen Teams hinter den beiden versammelt. Dieses Mal griff Elementara wieder zu ihrem Transmitter. Crowning! Ihr alle wurdet heute Zeugen eines Duells, welches seinesgleichen sucht. Und nach vielen Saisons wurdet ihr auch Zeugen eines großen Wechsels. Heißt mit mir zusammen die neuen Champions der Liga willkommen. Team Polana Vatra. Nun endlich schien der Schock zu schwinden, welcher das Publikum bisher in Stille gehüllt hatte. Die Massen wurden laut wie selten, um das neue Spitzenteam zu beglückwünschen. Und Aurora stand bloß da, sprachlos. Ihre Reise hatte sie gelehrt, was ihre wahren Ziele sein sollten, welche ihrer Träume sie wirklich glücklich machen könnten. Seitdem war ihr der Champion-Titel nicht mehr wirklich wichtig gewesen. Doch nun hier zu stehen und zu wissen, sie hatte es geschafft, war ein seltsames Gefühl. Auch ihr Freund bemerkte Auroras Sprachlosigkeit und trat zu ihr, fröhlich in die Massen blickend. Genieße den Moment. Es ist unser Applaus. Dein Applaus. Eine Weile verging. Das Stadion leerte sich immer mehr. Der Jubel war verklungen und nur wenige Pokémon verblieben.
unter ihnen die beteiligten Teams. Nun, wo wieder mehr Ruhe eingekehrt war, wandte sich Elementare ein weiteres Mal an Aurora und ihr Team. Jetzt noch einmal von mir persönlich. Einen herzlichen Glückwunsch zu eurem Titel. Ihr habt ihn euch mehr als nur verdient. Und Aurora, danke für diesen tollen Kampf. Ein schöneres Ende hätte ich mir für meine Karriere nicht vorstellen können. Durch diese letzten Worte schreckte die Angesprochene sofort auf. Das Ende deiner Karriere? Was meinst du hörst auf? Etwas wehmütig blickte die Ligaleiterin zu ihrem Team. Nun, mein Team wusste natürlich schon Bescheid, aber... Ich mag noch recht jung sein, aber meine Zeit als Kämpferin ist zu Ende. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht? Vielleicht würden manche eine Niederlage nicht so sehen, aber... Nach vielen Monaten die Fackel der Champions an ein neues Team weiterzugeben. Ein Team, das man aufsteigen sehen hat. Lernen, wachsen, Großes erreichen. Es ist etwas Gutes. Und... Ich möchte meinen Fokus wirklich darauf legen können, die Liga zu leiten und nicht mehr zu kämpfen. Auch Darkrai mischte sich nun in das Gespräch ein. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen. Team Nordica wird sich den Titel trotzdem bald zurückholen. Der Rest des Teams bleibt weiter bestehen und ich übernehme die Leitung. Also macht euch bereit. Nächste Saison sehen wir uns wieder hier. Etwas unschlüssig blickte sich Aurora in ihrem Team um. Die auch alle recht überrascht wirkten. Doch die Entschlossenheit siegte. Dann strengt euch an. Und wenn wir uns wiedersehen, dann seid bereit. Erwartet von euch selber die Sturmflut zu sein? Unsere Flamme ist heiß genug, um ganze Meere auszutrocknen. Neue Champions wurden an diesem Tag geboren. Eine Legende wurde erschaffen, als die größte Kämpferin die Liga verließ. Und eine Rivalität sollte beginnen, die in die Geschichte aller Ligen eingehen sollte. Für unsere Geschichte mag dies das Ende sein. Doch für das Leben unserer Helden war dies gerade erst der Anfang. Und sie wussten, egal was das Leben ihnen noch bringen würde, als Team wären sie bereit für alles. Als Polana Watra konnte ihnen nichts im Weg stehen, egal was die Zukunft bringen würde. It's the youngest we'll ever be tonight, so let's go have a toast for another time. We can come be together under the lights and we'll